So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video fahren wir die Offroad-Runde mit dem Sultan und ja, wir schnacken nicht so lang, wir starten los. Die Kiste ist voll aufgeladen und okay. So, also, mit dem Sultan haben sie richtig einen rausgehauen hier. Ich hoffe, ihr versteht mich. Es ist ein bisschen windig wieder heute. Der neue Controller und der neue Motor hauen richtig einen raus. Wenn ihr das Video gesehen habt, das Review mit dem Hausberg oder mit dem Vergleich vom 21% Berg, dann wisst ihr das schon. Aber jetzt geht es mir einfach mal darum, wie ist so das Fahrverhalten im Gelände. Wir fahren heute mal wieder hier rum. Wir haben Blinker vorne an der Lenkstange. Hier ist die Hölle los. Pause. Ja, 22 km/h sind gar kein Thema. Das Ganze ist für euch eingeblendet. Die E-Bremse habe ich immer noch nicht verbessert. Die muss ich mal ein bisschen härter stellen, das ist mir ein bisschen zu wenig. Also wirklich das Einzige, was dem Sultan jetzt noch fehlt, sind wirklich die Blinker hinten. Der Anzug ist richtig gut. Das macht richtig Laune. So, jetzt hier links rüber geht's zur Waldstrecke. So, kleiner Anstieg, macht dem überhaupt nichts. Also so hätte meiner Ansicht nach der Sultan direkt rauskommen sollen. Er hat so viel Wumms. Ey, und die 50 Euro mehr zum normalen auf jeden Fall immer investieren. Macht absolut Sinn. So, mal ganz kurz noch für euch ein bisschen die Kamera. So, los geht's. Schauen wir mal. Also man merkt klar und deutlich, wir haben hinten keine Federung, aber die vordere, da könnt ihr jetzt mal drauf achten, die müsste eigentlich einen guten Job machen. Boah, hier ist irgendwie alles so lose. Aber 18, 19, 20 und jetzt hier wieder. Das ist auf jeden Fall... Sehr geil. Der zieht eigentlich recht gut hoch. Also man wird gut durchgerüttelt. Man merkt, dass hinten absolut überhaupt keine Federung vorhanden ist. Oh, hier hat er jetzt ein bisschen zu kämpfen. Oh, Frage ist, warum? So steil ist es eigentlich hier noch nicht. Ah, jetzt nimmt er wieder Fahrt auf. Ja, er hat hier natürlich klare Nachteile, er hat auch nur eine Straßenbereifung. So gut wie gar keinen Grip. Hier flacht es ab, 22, gar kein Problem. top. Wiese ist ein bisschen feucht.
Also ich werde schon echt mega durchgerüttelt. Also um öfters oder dauerhaft hier solche Strecken zu fahren, ist der Sultan auf jeden Fall nichts. Aber genau das wollen wir ja hier ausprobieren. Boah. Außerdem habe ich die Reifen relativ hart aufgepumpt mit 55 PSI. Also da ist nicht viel mit Wegschlucken von Unebenheiten bzw. Rucklern. Boah. Heidekirche. Boah. So. Aber die Power ist geil. Das macht Spaß. So. 16 km/h. Trotz, dass es nass ist und dass wir hier nur ein 36-Volt-System haben, keine Offroad-Bereifung, das lässt sich auf jeden Fall sehen. Oh. So, jetzt muss er kämpfen. Und wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich hier an dieser Stelle die Hilde hochgeschoben habe. Und schaut mal an, der Sultan haut immer noch 8 km/h, 9 km/h raus und das Schlimmste ist jetzt auch schon geschafft. Also, der Sultan ist eine absolute Kaufempfehlung. Also wer einen Scooter im Preisbereich 700 bis 900 Euro sucht, also eher 800 bis 900 muss man ja sagen, kostet ja 850, der wird auf jeden Fall glücklich werden mit dem Trittbrett Sultan. So, geschafft. So, und das muss man sich mal vorstellen. Der Sultan hat es geschafft, hier hochzukommen, was die Hilde nicht geschafft hat. Ich muss es einfach immer wieder erwähnen, das ist ja nun mal Tatsache. Und also ich bin sehr durchgerüttelt. Man merkt definitiv, dass ich die Reifen sehr hart aufgepumpt habe, dass wir hinten keine Federung haben. Das will ich definitiv nicht verschleiern. Vorne hat eigentlich relativ gut was gearbeitet. Man sieht auch bis hier so 1,5–2 cm. Ne, ihr seht es nicht. Jetzt seht ihr es so ungefähr bis hierhin. Hat er eingefedert, so 1,5–2 cm. Also als letzte Meile, Kurzstrecken oder kleine Tourenscooter, absolut 2 Daumen hoch. Und für euch bleibt nur noch eins zu tun, klicken, liken, abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.